Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed. Ich bin ein bisschen blutbeschwert, weil ich gerade die Soundeinstellung getestet habe. Hi! Ich weiß nicht mehr, wie man kämpft. Ich habe ein paar Tage lang nicht gespielt, weil ich Fallout Shelter fertig machen musste. Es hat Stunden gedauert, einen Kampf fertig zu machen. Aber ich gehe da schon hin. Auch wenn die Gegner hier ein bisschen stärker sind. Übung ist alles, Freunde. Ich glaube, der ist tot. Willst du mich verarschen? Du kannst mich doch nicht angreifen, wenn ich nicht dein Freund assassiniere. Das geht nicht. Das ist fies. Undemöglich ist das. Und ich glaube, ich muss mein Mikro ein bisschen leiser machen. So. Ja, cool. Cool, cool. Oder auch nicht. Na gut. So, was haben wir denn hier so Schönes? Wir haben da eine rote Kiste, an die wir wahrscheinlich nicht rankommen. Und hier sind irgendwelche Plakate. Ach, die Zeitung, ne? Ja, gut. Das muss ich. Welche, was? Was passiert denn da? Warum greifen die sich wahllos an? Das ist mir egal. Ich mische mich da nicht ein. So, wir haben hier eine Notiz hinterlassen für mich, für die Zukunft Zero, und der ist verwirrt. Wir gucken mal ganz kurz auf die. Oh, geile Map. Geile Map. Gut gemacht. Richtig? Die Wiedergeburt. Sequenz 2, Erinnerung 2. Wir sind schon Sequenz 2. Cool. Maximal ein Spieler. Also, man kann hier quasi auch in der Stadt Multiplayer-Läufe machen. Was es so bringt, ich weiß es nicht. Ich dachte, ich bin das hier. Nein, das ist eine Glocke. Notre Dame. Okay, dann bin ich wohl das hier. Okay, wir rennen dann halt mal erstmal zum Aussichtspunkt hier, ne? Und dann werden wir direkt zur Mission laufen. Ich wollte ja unbedingt meine Assassinen-Sachen haben. Ich habe mich ablenken lassen, das weiß ich. Es war auch ein Fehler von mir. Aber keiner hat sich beschwert, das ist das Gute daran. Ich würde gerne endlich als Assassine hier rumlaufen, weil so mit Bettlerklamotten ist das ein bisschen blöd. Und irgendwo fehlt mir die versteckte Klinge. Also ich hoffe mal, man bekommt die hier, falls es die hier gibt. Muss es eigentlich, ein Assassin's Creed ohne versteckte Klinge kann gar nicht existieren. Ja, jammer du mal unten darum. So, wir wollen erstmal hier rauf. Auf Le Tourme Spitze. Oh, Sperrgebiet. Cool. Scheint uns aber jetzt nicht zu interessieren, weil wir sind ja auf dem Weg da hinten zum Turm. Und da können wir immer noch runter und die Gegend inspizieren und gucken, was da ist. Halt, Moment. Aber ist das schon mein Auftrag, hier was zu machen? Nun, da Arno nicht mehr im Gefängnis ist, ist es an der Zeit, Belles aufzuspüren und dem alten Mann ein paar Antworten zu entlocken. Achso, das heißt, er befindet sich da irgendwo in der Meute. Ah, ich begreife es jetzt langsam. So, der Turm ist es aber nicht, ne? Ah, der Turm. Ja gut, dann gehen wir mal in die Richtung. Ist auch eine hübsche Treppe. Oder so ähnlich. So, da wären wir an der Turmspitze. Was ich ein bisschen seltsam finde, ist hier, dass es Einsammelbares gibt, was man irgendwie einmal im Tag einsammeln kann. Das heißt, du gehst einmal im Tag ins Spiel und kletterst einfach. Wie wär's mit hochklettern? Hoch! Geht doch. Und kletterst einmal am Tag die bestimmten Gebäude hoch und freust dich dann Keks. Keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. So, erstmal die Stadt wieder inspizieren. Och, haben die echt schön gemacht, muss ich sagen. Man muss sich mal vorstellen, wie wichtig damals Kirchen waren und wie unwichtig sie heute sind. Das ist echt unglaublich. Ich meine, für viele sind sie immer noch wichtig. Ja. Für mich aber nicht.
und für viele wahrscheinlich auch nicht mehr. Die Menschen werden halt langsam vernünftig. Ach, das ist eine Quest. Ich soll Dinge beschaffen. Gut, ich muss erstmal die Wachen ausloten, glaube ich. Da sind zwei Wachen. Der Typ auf der Tribüne ist nicht mehr so ganz frisch. Okay, okay, okay. Ah, verdammt. Jetzt muss ich auch noch kämpfen. Wo ist der Assassine in dir, der einfach alles umbringt? Au. Achso, der hat gerade auf mich geschossen. Die kleine Kackbratze. So, weg mit dir. Das habe ich auch perfekt gekontert. Ihr könnt gar nichts. Gegner erinnern sich an sie, wenn sie ein Konflikt beendet ist. Nicht, wenn sie tot sind, oder? Was sollte die Aktion denn gerade? Was wollte der mir denn zeigen? Immer noch gar nichts. Na komm doch rein, wenn du dich traust. Los. Oh, okay. Die schießen. Die kommen hier nicht rein. Aber ich komme hier auch nicht weg. Okay, es beruhigt sich langsam. Ist gar nicht so einfach, das ganze Zeug hier zu beschaffen. Falscher Sack. Na geil. Oh, über den. Kopf von Jax Hebe. Okay. Check. Den Kopf haben wir. Wieso sind hier überall Säcke mit Köpfen? Vor allem so komisch verteilt. So, da komme ich nirgendwo durch, ne? Hey, hör auf mich anzugucken. Aber die Mechanik mit zuletzt gesehen, finde ich klasse. Das ist eine gute Neuerung. Ich frage mich, wie sie es dann im neuen Assassin's Creed gemacht haben. Muss ja auch alles wieder anders sein, weil es ja Origins ist. Okay, da leuchtet irgendwas. Eine Toilette. Ich weiß zwar nicht, was hier abgeht, aber ich mache erstmal die Glocke kaputt. Oh. Was? Die haben es gesehen? Oh Gott! Das war nicht so beabsichtigt, ne? Zum Glück können sie jetzt keine Verstärkung berufen. Au. Verdammt. Ihr könnt mich doch nicht sehen. Ich sehe es doch, dass ihr mich nicht seht. Nein, nicht herkommen. ausgetrickst, würde ich sagen. Ausgetrickst, okay. Was? Achso, ach, ich soll von dir stehlen. Okay, okay, warte. Ignoriere mich, ich habe dich nur einfach so angeguckt, bevor die Wachen zurückkommen. So, jetzt habe ich auch den Schlüssel. Die Wachen sind ja nicht mehr da. Kommen die zurück? Ah, die kommen allmählich zurück. Aber ich habe ein bisschen Zeit zu agieren. Den soll ich auch noch bestehlen. Nein! Verdammt. Na gut, dann töte ich euch halt. Alter, willst du mich verarschen oder was? Ich habe keine Heilung mehr. Nein, 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 tu es nicht. Nein, tu es nicht! Oh Gott!
Weißt du? Es ist so verwirrend, das Spiel. Oh! Okay, jetzt muss ich aufpassen. Die Kamerasteuerung ist einfach... ...geführt Arsch hier, ey. In jedem Assassin's Creed Teil. Wieso können die es nicht einfach bei Witcher machen, dass man einen Gegner anfokussiert und die Kamera mitläuft? WTF! Ja, ich will mich aber nicht beschweren und so, weißt du, ne? Wir müssen nur den einen Typen beklauen, das kriegen wir wohl hin. Du weißt das nicht, oder? Das wäre auch zu schön gewesen. In diesem Gebiet gibt es eine Alarmglocke. Ich hole mir erstmal meine Assassinen-Sachen. Ich will einfach nur alle abstechen, die hier sind. Sorry, ich musste unbedingt niesen. Oh, die Nase hat mich umgebracht. Ich schätze, eine simple Adresse wäre zu einfach. Die Verbindung zu den Ubisoft-Servern wurde wiederhergestellt. Cool. Das Innere von Sante hast du nicht gesehen, untersuchen. Okay. Ich sehe, dass wir hier easy hochkommen. Das werden wir auch mal direkt ausnutzen. Ich muss sagen, ich bin noch kein Freund von diesem Parkour-Ding des Kirchens. Es scheint nicht alles so perfekt zu funktionieren, wenn man hochlaufen will. Aber ich werd mich damit schon irgendwie ins Reine bringen. Das wird schon irgendwie funktionieren. Ja, cool. Jetzt bin ich hier drin. Jetzt, ich sehe, dass man da oben lang laufen kann. Doch kann man da auch hochklettern? Das ist hier die andere Frage. Ich meine, die Fenster sehen schon so aus, als könnte man das. Und man kann es auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin im falschen Gebäude. Keine Ahnung warum. So, jetzt bin ich hier. Ne? Gut, das war jetzt nicht geplant. Gibt es hier irgendwelche Geheimtüren oder so? Tatsache. Okay, Geheimtür gespottet. Lauf doch nicht so weit weg. Abstoßen. Nein, das ist denn. Was soll ich nur mit diesem Medaillon anfangen? Meine Fresse, kannst du nicht irgendwo rüberspringen? Halleluja. Alter Schwede. Oh, da kann man weit springen. Nur das hätte ich auch geschafft ohne das Medaillon. Okay. Wir haben ja gesehen, wie weit er springen kann. Der Hans Dieter. Ja. Klettern. Oh Gott, dieser Typ, ne? Okay, da komme ich nicht rüber. Darf ich weiter springen kann? Oder auch noch so ein kleines Mini-Ding draufspringen, ey. Okay. Ich habe zwar nicht B gedrückt, aber egal. Es scheint ja so auch zu funktionieren. Ach ja, Ladescreen.
Hast ganz schön lang gebraucht, Pestpot. Was ist das für ein Ort? Das Sanktuarium. Hier üben wir und bereiten uns vor. Sicher vor den Augen unserer Feinde. Sind wir nicht erst aus einem Verlies entkommen? Es ist kein Verlies. Es ist ein Knotenpunkt. Von diesem Tunnel aus kommen wir ungesehen an jeden Ort der Stadt. Wir haben unsere Augen überall. Ach so. Viel sehen kann man hier aber nicht gerade. Hättest du nicht gern etwas mit Ausblick? Diesen Ort nutzen wir schon seit 600 Jahren, Pestpot. Aha. Und wie lange standest du im Dunkeln und hast auf mich gewartet? Nicht lange. Guillaume hat dich vom Glockenturm gesehen. Okay. Nun, es war ein beachtlicher Auftritt. Machst du dich lustig? Übrigens, wenn das jetzt zu leise ist, möchte ich... Wirklich, sehr theatralisch. Nächste Folge umstellen. Da. Der Kandidat möge vortreten. Was, Kandidat? Ich kandidiere zum Bürgermeister? So ist also, der in der Mitte verschleiert. Der Sohn von Charles Dorian kommt zu uns. Belleg dachte, du würdest nicht kommen. Was hat dich umgestimmt? Ich will nicht mehr vor meinen Fehlern davonlaufen. Monsieur de la Serre, mein Vater. Ich will es wieder gut machen. Der Tod von Großmeister de la Serre lastet also auf dir. Warum? Führtest du die Klinge denn selbst? Ist das wichtig? Man macht mich dafür verantwortlich. Ine Zunubahu, Tutkilu, Kailai, Halanta, Mutta'akidon, Min? Anna Kavalik, Inaukadendrala, Muajati Emulhakala, Seyakuno Jaedan. Also gut. Aus dem Dunkel schreitest du in das Licht. Aus dem Licht kehrst du ins Dunkel zurück. Bist du bereit, dem Pfad des Adlers zu folgen? Wenn ihr mich so fragen wollt, ob ich eure Hilfe benötige, ja. Dann trink. Seltsame Zeremonie. Look, 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 look. Auf Droge, geil. Okay, jetzt gehst du sogar unter die Erde. Was ist das? Bilder? Was geschieht denn? Hallo? Bist du das, Ezio? Nö. Purilis, Natus, Uventus, ey, Uventus kenne ich. Adultus. Ey, das bin ich. Guck mal. Und Mortis. Oh, ich soll springen. Okay. Ja, verkackt würde ich sagen. Ich sag doch, wir sind schuld gewesen, dass der Vater gestorben ist. Wie er hier einfach lang hüpft. Hui! Wieso sind hier überall Knochen? Soll das irgendwie creepy sein?
Keine Ahnung, ist das hier der richtige Weg? Ja. Ich wusste nicht, ob ich weiter runter soll oder. Ist das jetzt der Mörder? Den Brief fand ich im Zimmer meines Vaters. Ungeöffnet. Mein Vater auch nicht. Okay. Ich finde das alles hier ein bisschen, freaky. Er hat Sio de la Serre getötet. Geh, ich lenke sie ab. Das war doch inszeniert von der Ollen, oder? Obwohl. Und ihr Vater ist gestorben, vielleicht doch nicht. Wird ihn Monsieur de la Serre sehen, sobald er nach Hause kommt. Wirklich, ich bin gesegnet angekommen. Er muss ihn heute noch lesen. Es ist äußerst dringend. Das sagtet ihr bereits. Die Templer haben meinen Vater getötet und die Assassinen haben ihren Vater getötet. Aha. Was zum Teufel geht hier ab? Er ist vollkommen auf Droge. Natus. Ventus. Was? Ich habe mir Bilder angeguckt. Was wollt ihr von mir? Darf man sich hier nicht mal Bilder angucken, ey. Den Assassinen unbemerkt töten. Ah, okay. Das heißt, kleine Schnitzeljagd hier, ja? Er tötet wen zuerst? Ich darf natürlich nicht einfach in den Kreis gehen, weil dann würde ich ja natürlich gesehen werden. Stattdessen suchen wir den Assassinen nach da. Ganz ruhig. Ist das Darth Vader? War das ein und derselbe Assassine, der beide getötet hat? Nee. Das war wirklich nur eine Droge. Dies sind die überlieferten Worte unseres Vorfahren. Die Worte, die das Herz unseres Credos ausmachen. Halte deine Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Verbirg dich in der Masse. Gefährde nicht die Bruderschaft. Lass diese Regeln deinen Geist beherrschen. Befolge sie und sie erheben dich. Breche sie und du stürzt. Steh auf, Assassine. Arnaud Dorian ist tot. Er wurde der Welt genommen und seine Sünden und Fehler wurden zu Staub. Er ist auferstanden als Novize der Assassinenbruderschaft. Ach, der Assassine war er selber. Er hat sich selbst getötet gerade. Oh, das hab ich an der Narbe links am Auge gesehen. Oh, oh. Deswegen ist Arno gerade gestorben. Ah, es ergibt Sinn. Es ist so tiefgründig und es ergibt Sinn. Puh. Ja, Erinnerung abgeschlossen. Gucken wir uns mal weiter an.
Ich habe lange gebraucht, um das zu realisieren. Ich habe erst gerade die Narbe in seinem Gesicht gesehen und dann ist es mir hochgekommen und dann wusste ich Bescheid. Darauf muss man erstmal kommen, dass er sich selbst getötet hat. Ja, theoretisch ist er schuld an beiden Toten. Kann man nicht anders sagen. Also war er wirklich der Mörder. Interesting. Aber ich wette, wir werden noch den richtigen Mörder treffen und dann im 1 vs. 1 ihn umbringen müssen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass einer einen Assassinen umbringt und gleichzeitig auch noch irgendwie ein paar Jahre später einen von der Bruderschaft. Von den Templern meine ich. Die Assassinen sind die Bruderschaft, ich meine, ganz ehrlich. Auf jeden Fall seltsam. Willkommen zurück. Du hast das Leben als Assassine erlebt. Willst du dich dem Kampf stellen und uns beitreten? Deacon, Datei laden. Unterwegs. Letzten Monat haben wir eine Datei von Abstergo gestohlen und die Informationen darin sind erstaunlich. Aber wir teilen so etwas nicht mit jedem. Wenn du Start drückst, wirst du ein Assassine. Wenn du die Templerbedrohung bekämpfen willst, wenn du die Zivilisation vor Abstergo beschützen willst, drücke Start, entspann dich und bereite dich auf die Wahrheit vor. Ja, Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir das Ganze. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein. Euer Segen. Tschüss. Nein, ich verabschiede mich. Als Maul. Tschüss.